zusammen zu einem neuen antrifft. In dieser Folge treffe ich den Julian. Er ist 37 und hat seit Geburt eine spirale Muskelatrophie. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, einen Regelschulabschluss zu haben. Er hat dann auch an der ETH Elektrotechnik studiert und arbeitet jetzt 11 Jahre als Softwareentwickler in einer Zürcher Firma. Mit Julian rede ich aber auch über seine App, die er entwickelt hat und mitgestaltet hat. Das ist Ginto. Alle Links zu der App findet ihr in der Infobeschreibung unter dem Video. Und ich möchte mich ganz herzlich beim Julian bedanken, weil ich finde das sehr ein inspirierendes Interview. Hinterlasst doch ein Feedback auf dem Kanal. Das Interview geht 3 Teile lang. Die anderen 2 Teile folgen nächste Woche, also Teil 2 und Teil 3 in 14 Tagen. Danke vielmals, euch Jan. Tschüss zusammen. Hallo Julian, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Ich wünsche dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst. Ja, hallo Jan, danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich bin der Julian Heer, bin 37 inzwischen, komme aus Mitternacht, das ist ein Vorort von St. Gallen. Ich habe Elektrotechnik studiert an der ETH, also ich bin Elektroingenieur und arbeite seit jetzt inzwischen, genau seit heute, 11 Jahren, arbeite ich in einer Firma in Zürich als Softwareentwickler und Projektleiter. Und ich habe eine spinale Muskelatrophie. Okay. Und was ist für dich eine Beeinträchtigung, Julian? Das ist eine gute Frage. Erstens das Gefühl, eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung ist so eine persönliche Eigenschaft, die dazu führt, dass die Handlungsmöglichkeit vor allem selber eingeschränkt ist. Andererseits vielleicht, wenn da gesellschaftlich Barrieren da sind, sind da baulich oder in den Köpfen der Leute. Oder aber auch, weil halt einfach durch die körperliche Situation gewisse Sachen nicht gehen, weil man Hilfe braucht und Unterstützung braucht. Und würdest du mal beschreiben, was du für eine Behinderung hast? genau, ich bin eine Muskelatrophie. Da gibt es recht unterschiedliche starke Ausprägungen. Da ist ein Gendefekt, der eigentlich von Geburt an besteht, der dazu führt, dass ein gewisses Protein nicht hergestellt wird im Körper. Und das führt dazu, dass die Nervenzellen, die vom Rückenmark zu den Muskeln gehen, dass die wie so degenerieren oder langsam absterben und dann die Muskeln nicht schön angesteuert werden. Ah, okay. Und darum ist man wie viel, viel schwächer, vor allem mit den widerlichen Muskeln, so Arme, Beine, Lunge ist auch wieder schwierig, weil halt so Husten, wenn man Lungenentzündung hat, das ist aber auch wieder kritisch. Hast du als Kind können laufen? Nein, ich konnte nicht laufen. Ah, okay. Ich bin als Kind aber am Boden rumgekrochen, da ist gegangen, ich konnte sitzen, rumkriechen, aber aufgestanden bin ich nie. Ah, okay. Und so hat man dann herausgefunden, dass irgendetwas nicht so recht schreiben könnte. Und so hat sich das dann herausgestellt. Und dann mit 5 im Kindergarten hatte ich, glaube ich, den ersten Rollstuhl gehabt. Und wie war die Zeit für dich als Kind, wo man noch nicht genau gewusst hat und vielleicht wie du die Beeinträchtigung gesehen hast? Ich glaube, ich muss sagen, als Kind habe ich das gar nicht so bewusst wahrgenommen. Also, ja, echt, es war echt eine schöne Kindheit gehabt. Ich habe mit der Familie ist wahrscheinlich am Anfang von den drei schwierig gewesen, könnte ich mir vorstellen. Aber es war jetzt nie so gewesen, dass da sie irgendwie über Jahre für sie ein riesiges Problem war. Und dann habe ich noch 2 Geschwister, die 2 Jüngere, die keine Behinderung haben. Ah, okay. Da haben wir auch da hat wahrscheinlich auch die Sachen ein bisschen einfacher gemacht, wieder Ablenkung gegeben. Und dann bin ich in einem Quartier aufgewachsen, wo es unvergleich andere Kinder hat. Ah, cool. Und dort, ich glaube, dort war das auch nicht so ein Thema gewesen.
Du bist einfach dort. Ich war dort gewesen, für die Kinder war das normal gewesen. Und die Eltern dort sind auch alle recht offen und recht offen gewesen. Und dann ist es dann so ein Schritt für Schritt weitergegangen. Mit den gleichen Kindern, die dort in der Nachbarschaft gewohnt haben, bin ich in die Schule gekommen, mit denen dann weiter in die Z gekommen. Und die haben mich eigentlich alle immer gekannt. Und da ist es wie normal gewesen für die anderen. Und für mich ist es auch ein bisschen normal gewesen, weil ich die nicht schon gekannt habe. Ja, ich sage auch immer, oder? Die Kindheit ist für mich. Ich bin so. Für mich bin ich normal. Oder? Mhm. So, für mich hat es eher angefangen, so kritisch werden, das erste Mal in der Pubertät. Mhm. Wo man sich dann gefragt hat, ob man jetzt ein Mann ist oder wie man das muss jetzt definieren. Mhm. Ich weiß nicht, wie es für dich war. Und Schulzeit. Du bist ja 9 Jahre älter als ich. Und ich sehe ja viel, dass erst jetzt integrative Schulsystem greift. Mhm. Oder seit den 2000ern. Man ist ja jetzt nicht am Diskutieren, ob es überhaupt etwas bringt. Mhm. Aber in den 80er Jahren denke ich, wie war deine Schulzeit gewesen? Bist du in einer Institution gewesen? Nein, ich war immer in einer normalen öffentlichen Schule gewesen. Also zuerst bin ich im Kindergarten, im normalen Kindergarten. Ich glaube, das war überhaupt kein Problem gewesen. Und dann ist die Frage eben aufgekommen, muss ich in eine Institution oder in eine normale Schule? Und meine Eltern haben dann ich, dafür gekämpft, dass ich in eine normale Schule gehen kann. Am Anfang ist es glaube ich, ein bisschen so auf Skepsis gestoßen, aber irgendwie hat dann das Mama gesagt, ja, wir probieren das mal. Und ein Problem war immer schon gewesen, die baulichen Herausforderungen in der Schule, die wir haben bei uns haben alle keinen Lift, das sind alles so alte, alte Gebäude. Und dann hat er einfach gesagt, ja, wir probieren es mal. Und dann ist es wirklich so gewesen, dass ich hatte einen Rollstuhl hatte. Wir hatten müssen, abends 3-4 Tritt auf ins Schulhaus. Und da hat mich dann die Klasse gesperrt, da hat mich dann aufgezogen und wieder runtergetan und wieder aufgezogen. Und da hat, ich glaube, schlussendlich war es eigentlich gar nicht ein Problem gewesen. Es war einfach mehr am Anfang gewesen, weil die Entscheidung geht da oder geht da nicht oder macht man da. Und dann kommt es eigentlich losgegangen, hat sich herausgestellt, dass da gar kein Problem ist. Und von da an ist es immer einfacher geworden, sobald man so den Beweis hatte, dass es überhaupt geht. Aber wenn ich jetzt so manchmal Diskussionen mitbekomme, eben, ob integrativ oder nicht, gibt es immer Leute, also vor allem auch Pädagogen und so, die sagen, nein, das können wir nicht, auch wegen der baulichen Massnahmen. Mhm. Aber haben sie dich die Lehre vorher gekannt? Oder ist das Dorf oder die Stadt so klein, dass man einfach wissen, die Julian gibt es und wir schauen? Oder was ist der ausschlaggebende Punkt? Also das Dorf, ich weiß nicht, wie viele Einwohner das Dorf zu machen hat, inzwischen sind sie so um die 9000, ist doch eine Agglomerationsgemeinde. Das ist auch, ist jetzt nicht ein Dorf, das jeder kennt. Das ist eher eine Agglomerationsgemeinde. So ein bisschen anonymer. Ich glaube, man hat sich schon zum Teil nicht gekannt. Aber soviel ich weiß, die Lehrer haben nicht mich gekannt. Also sie haben nicht gewusst, wer ich bin. Und meine Eltern haben die Lehrer auch nicht gekannt. Ich glaube, man hat hier einfach probiert. Ich habe meine Eltern einfach irgendwie probiert, das so ein bisschen durchzusetzen, so viel ich weiß. Ah, okay. Also wirklich aus dem Willen von den Eltern auch. Aber wohin die in Kraft geschöpft, hast du selber gefragt? Oder? Nein, da habe ich noch nie gefragt. Das weil, eben, es gibt viele Eltern, die das auch probieren. Und das, ja. Weißt du? Und so Schulzeit, bist du auch in Vereinen gewesen, Hobbys, allgemein Hobbys? Was hast du für Hobbys? Ich habe mich allgemein einfach vielleicht fast zu viel Interesse hätte. Ich interessiere mich für so viel, dass ich fast keine Zeit habe, um alles, was mich interessiert, irgendwie abdecken. Als Kind habe ich. Habe ich auch viele Sachen gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe Musik gemacht. Ich bin immer in den Chor gegangen mit anderen Kindern. Und singen. Und singen, ja, genau. Und dann habe ich.
nicht Klavier, ich habe angefangen Cembalo spielen. Und zwar aus dem Grund, weil Klavier, da hat so Anschlagsdynamik. Also je mehr du drückst, desto lauter wird es. Und ich habe mit zu wenig drücken. Und darum ist es leise gewesen. Und dann habe ich hätte dann der Musiklehrer die Idee gehört, Cembalo, weil da, da drückst du noch, gibt es immer den gleichen Ton. Und dann habe ich das angefangen zu spielen. Und dann habe ich einmal noch, bin ich mal wieder im Schachclub gesehen. Und wo bin ich noch gesehen? Hat einfach daheim immer viel gespielt mit Nachbarskind. Ah, okay. Also in einem Jugendelektronikzentrum bin ich einmal gesehen. Das ist eine Institution, die probiert, Jugendliche Elektronik näher zu bringen, und so Sachen löten und solche Sachen basteln. Ich habe auch viele so Sachen gemacht. Und der Verein hat dich dann auch nachher so geprägt, dass nachher auch das Thema Studium und Ausbildung, kann man das so sagen? Ja, vielleicht auch, ja. Mein Vater ist so jemand, der sehr technisch begabt ist. Er ist ein Mechaniker und hat immer so Ideen gehabt und Sachen zusammengebaut und hat immer alles flicken und so. Und ich glaube, da ist ein bisschen auf mich übergegangen, auch auf meine Brüder und meine Schwester auch ein bisschen. Wir sind alle technisch relativ begabt. Und wir haben alle gerne gebastelt und so Sachen ausprobiert. Und ich glaube, da hat sich wie so ein bisschen Licht dazu mal schon abgezeichnet. Wir hatten sehr früh einen Computer daheim. Ah, oh, cool. Also ich glaube, so Ende 80er Jahre haben wir schon einen Computer gehabt. Und so bin ich so recht früh an die Thematik gekommen. Und wir haben da sehr viele Möglichkeiten gegeben. Wirklich am Schreibtisch kann Sachen machen und ausprobieren. Und ich habe ein bisschen so so weitergegangen. Ja, Thema dem Computer sind eben so in den Ende 80er, Anfang 90er gekommen. Aber du bist ja dann schon in die Schule gegangen. Wie hast denn du deinen Schulalltag so also schreiben und rechnen und so gemacht? Und zwar habe ich wirklich nur alles von Hand geschrieben. Okay, Paul. Also der Computer ist, ich würde sogar sagen, erst im Studium habe ich dann tatsächlich mit dem Computer aktiv gearbeitet. Ich glaube, bis im Gymnasium habe ich immer alles von Hand gemacht. Außer daheim ab und zu hat so, wenn man einen Aufsatz hat müssen schreiben, dann habe ich dann auch am Computer geschrieben. Aber sonst habe ich noch echt gut von Hand schreiben. Das muss ja für dich fast eine Offenbarung sein, wo dann der Computer auch ins Studium gekommen ist. Ja, schon. Obwohl, es hat mich, glaube ich, trotzdem. Ich bin immer so einer gewesen, der gerne, weil ich habe nicht so gerne so Spezialprivilegien, Spezialbehandlungen gehabt. Ich hatte dann aber mit den anderen da nicht dürfen, hätte, bin ich aber eher der gewesen, der gefunden hat. Dann bin ich das auch nicht. Ah, okay. Also, ich hatte aber nicht so gerne gehabt, wenn man irgendwie so nur für mich so Spezialsachen hatte. Und ich habe ja auch schon ein Interview gemacht mit dem Thomas, vielleicht hast du das auch schon gesehen. Mhm. Der ist gemobbt worden in der Schulzeit. Ja. Weil er ist dann auch in die Kante gegangen. Mhm. Ist das bei dir auch passiert, mal so ein Mobbing? Mhm. Nein, ich hatte extrem Glück gehabt. Ich mag mich nicht erinnern, dass da jemals einmal passiert ist. Sauberhaft! Also ein, zwei Mal hat es mich so zwei Bombardierungen gehabt und gemeint, dass sie müssen da irgendwie ein bisschen dumm tun. Aber es hat dann auch viele gute Freunde gehabt, die haben dann abgelockt und dann schon wieder gut gewesen. Sehr schön, sehr schön. Also bist du wirklich gut aufgehoben gewesen in meinem sozialen Netz? Ich würde wirklich sagen, ja. Ich habe auch jetzt noch sehr viele gute Freunde, die es in dieser Schule zu tun haben.